Nein, ganz so außergewöhnlich wie Beethoven ist er nicht. Ein bisschen vielleicht. Außergewöhnlich ist auf jeden Fall seine Art zu dirigieren, sagt man. Dabei hält er nichts vom nur Taktschlagen, er fühlt die Musik, die er dirigiert, und er bringt dies in seinen Gesten zum Ausdruck. Der Dirigent des Musikvereins Fischach, Lothar Uth. Das waren ein paar Takte aus einem Stück, was ich gerade vorbereite, um dann demnächst zu dirigieren. Im Alter von 5 Jahren etwa haben mich meine Eltern, wobei mein Vater musikalisch sehr aktiv war, zur Blockflöte gebracht. Und seit diesem Tag habe ich mich den Blasinstrumenten verschrieben. Habe sehr bald gewechselt auf Posaune, später auf Querflöte. Und im Alter von 14 Jahren kam ich dann zur Tuba, zum ganz schweren Blech, und da bin ich heute noch dabei. Ich habe dann Musik studiert in Saarbrücken und 1977 kam ich dann nach Augsburg zum Philharmonischen Orchester. Seitdem bin ich hier im Schwäbischen und im Jahre 1983 habe ich dann den Musikverein Fischach übernommen als musikalischer Leiter und Dirigent. Zum Dirigieren kam ich schon in der Studienzeit, habe ich Kurse belegt, Blasorchesterleitung, die der Verband damals angeboten hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hier in Fischach betreibe ich das jetzt schon so lange, inklusive der Jugendarbeit, dass der Erfolg sich einstellen musste. Natürlich gehören zum Erfolg eines Dirigenten auch die richtigen Musiker. Die hat Lothar Uth in Fischach offenbar gefunden. Musiker, die seine Gestik sensibel in Töne umsetzen können. Liegt darin das Geheimnis seines Erfolges? Natürlich. Wenn ich jetzt das Experiment machen würde und sagen, wir spielen jetzt Stück A, so wie ich das immer dirigiere, und dann stell ich mich hin und mach einfach nur diesen Duracell-Affen, ja, und schlag einfach nur den Takt, was so sinnlos ist wie ein Kropf. Wenn du einen großen Trommler hast, der wirklich gut ist und das Tempo halten kann, braucht man keinen Dirigenten bei einer Polka. Und dann hört man sich das eine an und das hört sich das andere an. Das lügt dann nicht. Das ist der Beweis, dass es das, was ich gebe, ich dirigiere ja die Polka nicht. Ich schlage ja nicht den Takt. Dazu habe ich einen Schlagzeuger. Als Dirigent einer Laienkapelle ist Dirigieren nicht Taktschlagen. Und Taktschlagen ist sowieso nicht Dirigieren. Sondern ich zeige den Leuten, wo die Melodie hingeht und nehme sie wieder zurück, wenn die Phrase zu Ende ist. Ja? Ich gebe einen Akzent. Oder ich pfeife sie zurück ins Piano. Ja? Und dann hole ich sie wieder. Vieles steht ja gar nicht in den Noten, gerade die Phrasierungen. Da steht ja hin und wieder, steht mal ein Crescendo oder sowas, wo man denkt, ja, jetzt muss man lauter werden. Aber das hat ja mit Phrasieren nichts zu tun. Ich muss ja die Melodie spüren. Das muss ich ja, wo geht die Melodie, beginnt hier und wo geht sie hin, wo ist der Höhepunkt und wo geht sie wieder zurück. Mehr mache ich ja nicht. Aber alles andere ist nur Musik gestalten. Oder beziehungsweise erstmal zum Leben erwecken durch die Gestaltung. Alles andere ist tot. Wenn's Forte anfängt und Forte aufhört und zwischendrin passiert nichts. Das ist keine Musik. Thank you.
Oft sieht man so ein Dirigat nicht. Bei Lothar Uth regiert nicht der Taktstock, sondern seine Gestik. Ja, und das ist ja nicht einstudiert. Das ist ja, und ein Orchester, das verspreche ich Ihnen, ein Orchester würde sofort merken, dass das ein Schauspieler ist, der da vorne steht. Das Orchester wird es hören und das Publikum wird es spüren, ob das aufgesetzt ist oder ob es gelebt ist. Und ich kann, ich habe das nicht im Griff. Wenn ich da stehe und ob das jetzt eine Regenzi-Ouvertüre von Wagner ist oder ob es eine schöne Polka ist, wir spielen ja nur schöne, oder ob es ein moderner Titel ist, ob das Beatles ist oder Frank Sinatra, das ist wurscht. Und ich habe da keinen Schalter zum Umlegen. Ja? Ich werde oft gefragt, ja, was ist jetzt gute Musik und was ist schlechte Musik? Die Antwort ist denkbar einfach. Gute Musik berührt mich. Schlechte Musik geht mir am Arsch vorbei. Gutes Gefühl habe, wo ich, boah, Mann, klingt das toll, dann kann es unten auch nicht ankommen. Und das größte Ziel eines Orchesters ist, dem Publikum Gänsehaut zu bescheren. Die Reaktion des Publikums, man sagt ja, Applaus ist das Brot des Künstlers, das ist schon richtig, dieser Ausspruch. Das ist ja auch die Motivation, die dann wieder gebraucht wird. Ich kann ja nicht nur 3 Stunden alles geben und ich kriege nichts zurück. Ja, das würde mich ja, dann würde ich ja keine 3 Stunden durchhalten. Und das spürt man, wenn man da steht und dirigiert, ob das da hinten unruhig ist oder ob da plötzlich eine gewisse Ruhe einkehrt, egal in welchem Saal oder Zelt oder Halle, das spielt keine Rolle. Man spürt, das Publikum ist begeistert oder man spürt, da geht nichts. Ja? Und dann muss man sich fragen, warum geht nichts? Dann ist vielleicht die Musik nicht gut genug oder nicht so von ganz innen raus, dass der Funke überspringen kann. Und dafür ist der Dirigent verantwortlich. Und im musikalischen Bereich, auf was er achten muss, es ist, viele können nicht phrasieren, die erkennen die Melodie nicht und dann kann auch nichts entstehen. Oder die Balancen stimmen nicht, man hört keine zweiten Stimmen, man hört keine Mittelstimmen, keine Posaunenakkorde, die plötzlich aus einer Reihe von Tönen Musik werden lassen. Und das ist die Aufgabe eines Dirigenten, eine Klangvorstellung zu haben und die mit den Leuten, die ihm zur Verfügung stehen, zu verwirklichen. Die Seele kann der Leib auch machen, was er will, dann ist es aufgesetzt. Die Seele ist es. Es muss von ganz tief, ganz von innen muss es kommen. Bei den meisten Dirigenten, die haben das ja nicht hier. Ich sage, es ist wahnsinnig anstrengend. Bei einem, ich sag mal, Frühschoppenkonzert oder einer Veranstaltung mit gehobener Blasmusik, die über 3 Stunden geht etwa, da sind bei mir 3 bis 4 Pfund Gewichtsabnahme sofort feststellbar.
darfst nicht denken, wie schaut das jetzt aus? Was könnten die Leute denken, wenn ich jetzt diese Verrenkung mache oder dieses Gesicht? Was denken die von mir? In dem Moment, wo der Verstand einsetzt, bist du schon daneben. Aber es ist nicht gekünstelt, es ist einfach gelebt. Ich kann es nicht anders. Das Letzte geben. Und das zeigt sich in der Mimik, das zeigt sich in der Gestik und im Engagement. Ich glaube, auch wenn die Musikanten spielen, der ist bei uns. Der steht nicht da vorne abseits mit einem Abstand, sondern der ist richtig unter uns. Der macht richtig mit. Und das ist das i-Tüpfelchen. Das ist genau das, was dann eine gute Kapelle mit einem sehr guten Dirigenten von anderen unterscheidet. Hat so ein erfolgsgewohnter Dirigent überhaupt noch ein musikalisches Ziel oder gar einen Traum? Mein Traum ist, den Nabucco von Verdi für Blasorchester zu arrangieren und aufzuführen. Das ist ein Traum, den habe ich schon 15 Jahre und scheitert an Zeit natürlich. Es sind Riesenunternehmen, diese dreistündige Oper für Blasorchester zu arrangieren. Aber ich bin guter Dinge, ich werde das irgendwann in Angriff nehmen und auch durchziehen. Denn bis jetzt, muss ich sagen, haben diese Ziele, die ich immer wieder hatte, die habe ich alle erreicht. Mit dem langen Atem, mit Sturheit und alles, was dazu gehört. Und ich denke, dass ich den Nabucco irgendwann auf die Bühne bringe mit Blasorchester. Ich kann dir nur das eine sagen, wenn du da stehst und dirigierst ein Orchester, ob groß oder klein, dann mit Leib und Seele.